Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 80. Folge von Project Unstable. Ja, also, machen wir Musik an. Ja, kommt was an. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe ja gesagt, ich bereite ein bisschen vor, wegen Mass Fabricator und also einem Krempel. Und was ihr zum Beispiel dafür braucht, ist Claydust. Claydust macht ihr aus einem Clay. Im Macerator kriegt ihr 2 Claydust. Und davon braucht ihr 4. Moment. 4 Stück in der Thermal Centrifuge geben euch ein Silicon Dioxide. Was anderes könnt ihr nicht damit machen. Und ihr braucht 5 Silicon Dioxide und 4 Polarized Obsidian für ein Crystal Memory Raw. Ich habe jetzt schon mal 2 gemacht. Das sind die Dinger, die ihr für den Pattern Storage dann braucht. Also plant ein, dass ihr Clay braucht. Das... Ich meine, ich hatte Clay, aber es war trotzdem erstmal eine Umstellung, wie mache ich den ganzen Mist. Nun gut, das war zu weit. Da. Und zwar, wir brauchen einen Mass Fabricator. Den machen wir ganz einfach. 2 Advanced Machine Casing braucht das Ding, einen Leptron Crystal. Ich glaube, den haben wir ja schon mal gemacht hier, ne? Glowstone Advanced Zeug und wir kriegen einen Mass Fabricator. Dann brauchen wir noch einen Replicator. Replicator sind 3 Teleporter, MFE und alles mögliche. Teleporter habe ich als einziges noch nicht gemacht. Die brauchen nämlich Glasfieberkabel, was 2 Energium sind nochmal. Und Energium wisst ihr ja, ne? 4 Diamanten für 9. So, wir brauchen 3 Stück davon. So, alles schön vorbereitet, ne? Schön fleißig gewesen. Problem ist nur, ich glaube, ich habe nicht genug Advanced Alloy gemacht. Ich gebe noch mal kurz 2 in Auftrag, so nebenbei. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie brauchen. So, Replicator. Ihr seht ja auch, Mass Replicator, hier steht maximal 512 EU pro Tick. Ich glaube aber, das stimmt nicht. Der Replicator kann noch wesentlich mehr Strom haben. 2048 EU pro Tick. Also den könnten wir theoretisch direkt an den Reaktor klatschen, wenn wir wollen. So, dann brauchen wir noch einen Scanner. Scanner ist jetzt nicht so faszinierend, was weiß ich. Sind eigentlich Luminator sind jetzt auch nicht so der Wahnsinn, also Scanner, ja. Und dann glaube ich, brauche ich noch einen Advanced. Ja, einen Advanced brauche ich noch. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Basic Machine Frame. Also ich habe es nicht ganz vorbereitet gekriegt anscheinend. Eins hat gefehlt. Und das machen wir wieder so. Okay. Und dann nochmal ein Advanced. Und dann können wir jetzt ein Pattern Storage machen. Brauchen wir nochmal 2 Mining Laser und halt diese Crystal Memory. Kriegen wir ein Pattern Storage. So. Damit haben wir jetzt erstmal alle Maschinen, die wir brauchen, um zu replizieren. Und nur so als Info, ich habe das Ding abgegradet, ne? Jetzt mal zu einer Barrel mit 20.000 Items. Die unten waren nämlich voll und wir haben jetzt mittlerweile schon 124 Stacks, nur so als Info. Ich habe vor einer Stunde ungefähr, habe ich mich eingeloggt und habe angefangen alles vorzubereiten für die Folge heute. Und da hatte ich 64 Stacks. Aber hier unten die Barrel war halt voll, die ist jetzt fast leer. Aber trotzdem, 124, das ist... So brauchen wir niemals. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Ich habe nämlich gleich mal gemessen. Natürlich. Ich habe gleich mal gemessen. Und zwar war das Ding hier, lacht leer. Und das Ding war leer und alles mögliche. Und dann konnte ich jetzt hier sehen, wie viel Strom wir eigentlich verfressen mit den Dingern hier. Und das ist gar nicht so viel. Was mir nämlich aufgefallen ist, wir verbrauchen gerade mal so 400 RF. Und dann habe ich mal geguckt. Wenn wir mal gucken, eine Scrapbox hat eine Burntime von 3150. Wenn wir mal Kohle angucken, hat eine Burntime von 1600. Das heißt, das Ding ist doppelt so gut wie eine Kohle. Und wir produzieren es aus Cobblestone. Und wir produzieren so viel. Wenn ihr gucken, wir kriegen hier immer wieder 3 Stück rein. Und zwar schneller, als wir sie verbrennen. Und deswegen werden wir nachher das Ding hier autonom gestalten. Das Ding hier wird nicht mehr an den Reaktoren klemmen. Das Ding wird sich selbst powern. Ja, selbst powern. Ist richtig.
Ja, das ist im Endeffekt, was ich machen werde. Weil die Scrapboxen werden auch nicht so schnell vom Messfabricator dann aufgebraucht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wo ich denn meinen Messfabricator-Anlage hinkleistern will. Hier hätte ich eigentlich. Wenn wir jetzt den. Das Sunscorn nervt natürlich jetzt wieder. Schön, ne? Es tut mir leid. So, also wir können ja. Kobbel haben wir diesmal nicht so viel produziert. Das da. Wir haben gerade mal eine 500.000 mehr produziert und ich habe hier Stack-Upgrades drin, Speed-Upgrades, Vault-Interaction-Upgrades, damit das Ding nicht leer geht, sondern halt sich sogar noch ein klein wenig füllt über die Zeit. Also ich brauche den Haufen, damit das ganze Zeug hier so laufen kann. Tschüss. Ich lege mich mal kurz schlafen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Gewitter. So. Und wir haben halt jetzt 5 Compacting-Recycler mit 90.000 Gibbel laufen. Und wir haben schon wieder 3 Stacks mehr. Nur so als Info. Ne? 3 Stacks haben wir jetzt in den letzten 3-4 Minütchen gemacht. Ja, also Wahnsinn. Und ich denke mal. Nee, warte, wenn ich das hier mache, komme ich nicht an den Hauptstrom ran. Ich muss ja irgendwie an meinen Strom rankommen. Ich meine, theoretisch, der Messfabricator kann woanders stehen. Den brauche ich nicht unbedingt dran. Der Messfabricator braucht ja im Endeffekt halt ein bisschen Strom. Das heißt, den kann ich hier irgendwie dazwischen klatschen. Und Replicator und alles, da muss ich dann halt die Flüssigkeit reinpumpen. Aber ich denke mal, das dürfte ich ja hinkriegen, wenn ich hier mit Drums und allem Möglichen arbeite. Ich packe mal jetzt den Messfabricator einfach hin. So, Messfabricator. Das Ding sieht so aus. Hat hier ein paar Slots. Wir können ja gucken, wir können Overclocker, Transformer, Energy Storage Ejector, Fluid Ejector und Redstone Signal Inverter Upgrades reinpacken. Wir haben hier halt Energiespeicher, hier sind die Slots. Und hier können wir auch Scrapboxen reinpacken. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen Strom vielleicht hinzufügen. Mit dem Strom das ein wenig kredenzen. Habe ich dann. Also wir werden jetzt gleich ordentlich Strom ziehen. Also als Info. Wir werden gleich hier das Ding wieder leer rauchen. Na gut. Machen wir mal kurz. So, ihr seht, wir haben ja Amplifier. Und wir verbrauchen. Ich weiß jetzt nicht, rauschen wir jetzt hier durch den Strom durch? Kriegt das Zeug noch genügend Strom? Ich meine, es ist ja eigentlich nicht viel, was es braucht. Ihr seht, wir haben hier einen Amplifier und das Problem ist halt, wir haben zu wenig Strom, der da reinfließt. Ihr seht, wir nehmen durch das RedNet Energy Cable kaum Strom raus. Und das ist der Grund. Wir sehen jetzt Progress ein. Das heißt, wir brauchen mehr Strom bei dem ganzen Ding. Kann ich das eigentlich mit dem? Nein. Setze den jetzt mal hier direkt daneben. Und dann zeige ich euch mal, was mit dem Messfabricator möglich ist, wenn ihr Strom habt. Also genügend Strom. Ich meine, ich habe es jetzt wieder falsch konfiguriert, ne? Ich hätte es ja eigentlich auf Extract machen müssen, wegen rotieren und so. So, ich setze den jetzt mal daneben. Dann vielleicht nochmal. Nehmen wir mal eine Scrapbox. Wir nehmen mal ein paar Scrapboxen. So. Das Ding dürfte jetzt hier meinen Strom fressen wie nix. Also wir. Bist du jetzt? Brauchen gar nicht so viel gerade. Warum? Er kriegt keinen Strom. Warum kriegt er keinen Strom? Ah, ich habe es an der falschen Stelle wieder dran gesetzt. Ja, ein MFI kann ja nicht zu den Seiten abgeben. Mensch, wir müssen das hier davor setzen. Jetzt dürfen wir unseren Strom verlieren wie sonst was. Ja, wir verlieren gut Strom. Packen wir das Ding rein. Und ihr seht, was jetzt hier passiert. Solange wir immer Strom reinkriegen, rauchen wir hier auch durch die Scrapboxen, als wenn wir Strom haben. Und 100% Progress bedeuten ein einziges UU-Meter an Flüssigkeit. Ne, ihr wisst ja, 1000 entsprechend im Bucket. Und ihr seht, wir sind ja eigentlich relativ langsam mit dem ganzen Mist. Aktor hier, ne, schafft das eigentlich locker. Das heißt, wir machen das jetzt irgendwie so, dass wir hier den Strom reinkriegen. Wir haben jetzt ein UU-Meter schon.
wenn es geht. Unser Reaktor muss einfach nur die ganze Zeit durchlaufen und dann verlieren wir keinen Strom. Dann schaltet der sich sogar wieder ab. Weil das Ding kann halt, wie gesagt, 512 EU pro Tick. Eigentlich natürlich geht da mehr rein. Theoretisch, aber... Okay, ist. Ich meine, wir könnten natürlich auch Folgendes machen. Moment. Drum. Drum ist zwar völlig übertrieben, weil wir niemals so viel brauchen werden. Fluid Conduit. Da. Da hier. Da hier. Extract. Always active. Und hier machen wir Insert. Wir haben jetzt hier drei Yuyu-Matter schon. Ich nehme mal jetzt hier raus und lass mal die Amplifier durchlatschen. So, okay. Dann können wir das jetzt auch erstmal abbauen wieder. Denn ich zeige euch jetzt nochmal, dass ihr es praktisch auch direkt an den Dings hier anschließen könnt. Wir machen hier 565 EU pro Tick im Moment mit dem Zeug hier. Wir rauchen auch gerade ganz schön durch. Oh, ich glaube, wir haben wieder umgeschalten, ne? Ja, wir haben umgeschalten. Ja, wir haben eindeutig umgeschalten. Das heißt, wir ballern jetzt da rein und hier oben rein. Weil komischerweise, wegen dieser Verbindung, weil die kürzer ist, nimmt der komischerweise immer die. Nehmen wir rum. Machen wir mal aus. Wir haben oben noch den anderen Reaktor. Den kann er erstmal nutzen. Wir haben vorher auch mit dem einen Reaktor sind wir ausgekommen. Dann können wir jetzt auch erstmal den nehmen. Ja, guck mal, wir produzieren ja genug Strom. Ja, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Okay. So, dann hier haben wir die Drum. Mitnehmen. Und dann könnten wir mal hier jetzt den dran ballern. So, ihr seht natürlich ohne Scrapboxen. Achso, ja. Wir haben ja hier automatische Kontrolle. Das heißt, das Ding rattert nicht los. Das ist natürlich jetzt, das war sehr schlau. Ich meine, eigentlich MFE, es würde theoretisch von der Geschwindigkeit sogar reichen, was wir haben. Wir verrauchen dann zwar unser Zeug, aber ist ja eigentlich egal. Muss mir jetzt nur überlegen, wo wir das anbammeln können. Ich weiß jetzt halt nicht. Ich möchte es eigentlich hier irgendwie daneben stellen. Ich glaube, das Ding kann nicht genügend Strom liefern, oder? Doch, doch. Das Ding an sich liefert auf jeden Fall den Strom, den wir brauchen. Dann geht das Ding wieder an, produziert nochmal ein bisschen nach. Wir können jetzt nochmal Scrapboxen reinhauen. Und dann... Ja, das ist halt das Skyline. Die Scrapboxen, die hauen wirklich rein. Was die Geschwindigkeit angeht davon. Schalten deinen Reaktor jetzt dauernd an und aus. Hier hin, das war noch praktisch, dass ich die da hinten auch über den Reaktor hier oben betreiben kann. Aber die kapseln wir jetzt eh ab. Ich kann ja jetzt mal zeigen. Ich bammel mal hier hinten erstmal so die Dinger hin, ne? So, wir brauchen einen Scanner. Das Ding braucht Strom zwar, aber mit dem scannen wir halt ein. Dann können wir Pattern Storage einfach daneben setzen. Hier haben wir praktisch die ganzen Pattern, die wir abspeichern können. Und dann haben wir noch einen Replicator. Der Replicator kann dann Rezepte nehmen, die wir hier einscannen und kann die replizieren. Ihr seht ja, wie langsam wir hier gerade mal durchrauchen. Durch die Scrapboxen. Und wir produzieren wesentlich mehr, als wir dafür dann brauchen würden, sag ich mal. Und deswegen machen wir jetzt einen Generator. Also Generator Madness. Die werde ich wahrscheinlich dann nächste Folge wirklich komplett zeigen, wie sie funktionieren. Das war jetzt nur erstmal... Wir haben Mass Fabricator und die Dinge, die ich haben will, kosten auch gar nicht so viel. Mass Fabricator. So, nochmal ordentlich hinsetzen jetzt hier. So. Und dann brauchen wir, was hatte ich jetzt gesagt? Generator, ne? Habe ich noch welche? Ich habe noch Stirling Generator. Haben die noch? Die haben noch Octadict drin. Perfekt. Das heißt, wir brauchen aber trotzdem noch ein paar. Machen wir mal so drei Stück. Hier habe ich auch noch einen Stirling Generator. Der hat aber noch nichts drin. Okay. Das heißt, wir können mal einen Octadict schon mal reinsetzen.
drei Stück. Die dürften eigentlich erstmal ausreichen, denke ich. Nehmen wir nochmal. Stonebricks. So, und dann. Also, wir brauchen noch die komischen Räder. Sag mir nicht, ich habe keine. Ich habe keine Sticks mehr. Ich das mal erlebe, ich habe keine Sticks mehr. Nein. So. 2, 4, 5, 6. Können wir nochmal 3 machen. So. Ich habe ja auch 3 Octadick schließlich bestellt, ne? Die müssen ja irgendwo dann hinwandern. So, nehmen wir erstmal die mit. Und dann gucken wir mal, ob wir es automatisieren können. Das ist schön. Wo leiten wir jetzt die Scrapboxen hin? Wir können ja mal, eigentlich habe ich noch. Hab ich noch eine Capacitor Bank? Ich habe sogar noch eine Vibrant Capacitor Bank. Perfekt, da haben wir sogar noch einen Buffer. Sehr schön. Dann machen wir einfach mal hier unten drunter ein kleines Räumchen. Was dann the Room of Happening sein wird, keine Ahnung, irgendwas. Da. So. Füllt sich jetzt auf. Darf natürlich nicht sein, das Ding hier ist auf Extract nur. So. Du nimmst nur Power. Minus 4000 F. Ja, der füllt jetzt hier die ganze Leitung wieder auf. So, jetzt sind wir nur bei 160 F. Ja, okay. Energy Conduit habe ich dabei. Dann das heißt, die Seite hier müssen wir mal. Können ja mal die hier so Anzeige machen. Da, verdammt. Kacke. So. Das Käbelchen kommt ja hier ewig. Wo ballern wir jetzt die Generator am besten hin? Eigentlich vielleicht hier wirklich so an die Seite. Das sind die 3, die wir brauchen. So. Oder. Ich habe eine bessere Idee. Sieht vielleicht sogar cooler aus, wenn wir das dann. Na gut, was heißt cooler aussehen? Und das weg. 1, 2, 3. Und hier oben drauf kommt die Vibrant Capacitor Bank. Und das Ding hier ist auf Extract. Okay. Dann wupp, wupp. Du bist auf Insert. Also, wenn ihr die halt, nur so als Tipp, wenn ihr an den Conduits so immer so In-Out habt, dann füllt sich auch eine Conduit mit Strom. Wenn ich das jetzt hier mal demonstrieren darf. Beziehungsweise sollte sie das, also was ich mitgekriegt habe. Aber sie tut es nicht. Disabled. Ja, jetzt tut es nicht, komischerweise. Ich weiß nicht. Natürlich. Natürlich. Ups. In Out. Natürlich auf X. Nein, nicht auf Extract. Quack. Insert. Und in der Nordseite machen wir Extract. So. Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wenn ich einen Generator an habe, passiert das. Also, die Conduits werden halt nur leer gesaugt, wenn es wirklich nötig ist. Weil ich habe die immer einen Backlog. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall bei diesen Dingern hier, bei den RedNet Energy Cablen, immer auf Insert machen. Ansonsten gibt es Probleme. Weil wenn ihr guckt, hier ist Energie überall drin gespeichert. Weil hier hinten ist zwar auf Extract, aber der Rest ist nicht. So, ja, wir haben natürlich Blood Moon Rising, was alles wunderschön macht. Das heißt, gleich haben wir hier wieder überall einen Rotstich überall drin. So, gucken wir mal. 3 Stacks Scrapboxen. Eine hier, einmal da und einmal da. Wie viel wir jetzt produzieren? Also das Ding brennt halt doppelt so lange wie eine Kohle. Wir machen jetzt plus 80. Wenn ich das mal wegnehme. Das reicht nicht. Käppchen. So. Okay, jetzt haben wir ja plus. Ist noch nicht. Irgendwie, eigentlich müssten sie doch Strom produzieren, ja, 80 RF pro Tick. 80 RF, 3 mal 80, was hatte ich gesagt, 300 nochmal, ne, 3 mal 8. 3 mal 8, verdammt, jetzt muss ich rechnen, 240, ja, na, das kommt sogar hin, dass uns dann ein paar fehlen. Dann könnten wir sogar,
Oder wir machen das mal. Wartet. Wir machen das anders. Wir machen jetzt hier hinten die Verkabelung hin. Also hier. Klick. Extract. Und hier auch nochmal Extract. Dann hier. Huch. Weg. Da kommt dann unsere wunderschöne Capacitor Bank hin. Oder, nee, das wird sehr blöd. Das machen wir nicht. Wir verschwenden Kabel wahrscheinlich. Wir verschwenden eindeutig Kabel. Beziehungsweise, wenn ich das so mache, verschwenden wir keine Kabel. Machen wir es so. Du kommst weg. Data und Data. Du gehst auf Insert und du gehst auf. Ah nein, warte, das ist richtig. Insert und du bist auf Extract. Okay. Dann da nochmal und da nochmal. Jetzt haben wir wieder hier das Problem. Das Problem ist nämlich, dass sich das Ding hier trotzdem noch weiter verbindet. So. Ich hoffe, das tut's jetzt nicht mehr. Und warum ist das Ding jetzt. Achso. So. Insert. Da nochmal. 1, 2, 3. Hören wir hier zwar so ein bisschen Rauschen von dem Zeug, aber. Warum mache ich das eigentlich so hässlich gerade? Kann mir das einer erzählen? Ich könnte es viel schöner machen. Es tut mir leid, wir reißen das nochmal ab. So. Machen das nochmal anders. Und zwar bauen wir die jetzt hier hin. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? So, die fangen gleich wieder an hier oben zu produzieren, was sehr gut ist natürlich. Ich meine, eigentlich müsste es sogar noch einen vielleicht weiter nach hinten. Nur wegen der Capacitor Bank. Oder ich mache. Ja, okay. Das geht natürlich auch. So, ihr kommt alle weg hier. Weg. Ich entschuldige mich wieder für den Plattenmund, ne? Da. Aber kann ich halt nichts dafür. So. Du bist auf Extract. Du bist auf Extract. Du da hinten bist auch auf Extract. Okay. Dich können wir auch mal umstellen. Extract. Hier bist du. Insert und da haben wir Extract und dann cutten wir mal das. Das war das Falsche, was ich jetzt gecuttet habe, aber egal, das muss ich cutten. Das heißt, wir gehen jetzt über diese Capacitor Bank drüber in das Zeug rein. Machen wir mal einen hier. Machen wir jetzt auch nochmal hier von wegen. Das wird die Nordseite sein, ne? Extract. Ja. Und hier nochmal einen. Auch nochmal sagen. Extract. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall den ganzen Strom, den wir produzieren, den saugen wir jetzt hier aus. Ja, reicht, okay. Wenn jetzt hier gerade plus 300 noch was RF, wenn ich das hier mal weghaue, dürfen wir wieder Probleme kriegen gleich. Genau. Ja, wir kämpfen um die Null rum. Das heißt, wir haben eigentlich schon relativ gute Stromversorgung. Ich möchte aber nochmal gern die Monster da draußen schon wieder. Ey. Ich hasse es. So, dann hier einen Oktadikt rein, da einen Oktadikt rein und da einen Oktadikt rein. 1, 2, 3. Schwupp. Wir dürfen mehr Strom produzieren, als wir eigentlich brauchen. Ja. Ich denke mal. Ups. Klick. Cutten wir mal das Ding. Und was sagt's uns? Es sagt, wir machen immer noch einen Plus von 160 RF pro Tick. Das bedeutet, eigentlich haben wir jetzt kein Problem mehr. Wir können diese Stromversorgung hier wieder komplett cutten. Denn wir produzieren das jetzt alles nur mit hier dem Kleinzeug, was wir jetzt hier aufbauen. Mit diesen Stirling-Generatoren. Machen zwar ein konstantes Rauschen, aber das ist doch eine wohlige Wärme, die da entsteht. Da fühlt man sich doch, als wäre man vorm Kaminfeuer, oder?
Ja, so ein bisschen danach klingt's ja. Ja. Und wir verbrauchen die eigentlich auch sehr langsam. Wie gesagt, doppelte Menge Zeit an Kohle. Was wir jetzt nur machen müssen, ist von den Item Conduits, den hätte ich vielleicht. Habe ich jetzt schon wieder Mining Fatigue? Irgendwas ist. Soundcraft. Es kommt wieder alles zusammen. Es mag nicht. Okay, wir brauchen Item Conduits. Das war jetzt witzig. Item Conduit. So. Und zwar müssen wir die da unten hinsetzen. Und müssen sagen, die Nordseite machen wir disabled. Genau, disabled. Das war die falsche Seite natürlich. Nordseite muss natürlich auf Insert im roten Channel. Westseite ist disabled. So. Rot-Channel, ne? Müssen wir uns jetzt merken. Und da habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht. Es ist aber auch so eine Zielarbeit manchmal. Insert. Rot. So, und du bist auch Insert auf Rot. Du bist Insert auf Rot. Hat das Rot nicht übernommen. Rot. Du bist Insert auf. Hallo, Rot. Und das war ein großer Fehler. Extract. Und Insert auf Rot. Okay. Und dann machen wir jetzt hier draus mal einen In und Out. Extract auf Rot. Always active. Genau, und dann Klatsch. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall keine Stromprobleme mehr. Die Dinger springen an, sobald es Strommangel gibt, also sobald sie leer sind. Sie haben ja einen internen Buffer und alles Mögliche. Und wir verbrauchen jetzt ein paar Scrapboxen. Wir müssten aber trotzdem mehr produzieren, als wir hier drinnen verbrauchen. Eigentlich. Ich meine, ich habe jetzt 6 aufgestellt, so viele brauchen wir nicht. Wir machen immer noch Bonus ohne Ende. Aber an und für sich. Wir haben eigentlich bräuchten wir 2 weniger sogar. 2 weniger würden genau ausreichen. Aber, na, warum? Wir haben's ja. So, dann gucken wir mal hier. Sieht das aus? Das geht noch. Die Mobs gehen nicht, aber das geht. Ist auch ganz schön dunkel, ne? Ah, die Zombies wollen wieder an die Villager ran. Wir haben jetzt 18 Neumeter produziert in der ganzen Zeit. Das ist sehr wenig im Endeffekt. Aber wir haben keine Scrapboxen mehr, das ist das Problem. Gut. Extract, always active und dann die Neumeter-Dingens da. Insert. 22. Ja, also ihr braucht halt Strom. Und wenn ihr eine ordentliche Scrapbox produziert, das ist vollkommen übertrieben. Ich meine, mit normalen Recyclern bräuchten wir ein besseres Setup, als das wir jetzt gerade haben. Aber so. Ja, guck mal, wir haben schon 3 Millionen nochmal im Backup und alles mögliche. Eigentlich könnte man nochmal die Kabel wegmachen. Und dann beende ich auch die Folge für heute. Ich finde, wir haben wieder sehr viel geschafft. Ich bin sehr froh. Wir haben hier eine Automatisierung gemacht für Strom, Backlog. Und wir haben die ganzen Dinger gecraftet. Erklärung war auch kurzzeitig mal gegeben. Wir müssen halt noch Strom dran jagen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hiervon irgendwo nochmal weggehen. Da hinten gehen wir ja eigentlich weg. Das heißt eigentlich, wir könnten hier vielleicht das Kabel ja eh mal wegnehmen, ne? Hier, so, das brauchen wir ja nicht. Dann gehen wir mal. Wir hoffen, dass hier nicht gleich wieder alle Mobs rein spazieren. Das hier kann auch weg. Und dann können wir hier an der Seite theoretisch gleich mit dem Kabel lang gehen, ne? Hier Kabel runter nach hinten an die Maschinen. Dürfte klappen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen schöner wieder. Achso, da komme ich jetzt wieder nicht ran. Aber die Sonne geht auf. Das heißt, ich töte jetzt nochmal schnell die Mobs, damit ich eine ruhige Verabschiedung machen kann. Und dann
Verabschieden wir. Ach du Kacke. Da brauche ich doch was Spezielles hier. So, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bin ich so weit weg? Scheiße. Kommt her, Experience! Kommt mir! Ich will kein Rotten Fleisch. So, okay. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Folge wird dann wahrscheinlich wirklich die komplette Automatisierung kommen. Ich schalte jetzt die Mass Hurricane aus. Ich weiß nicht, reagiert der eigentlich auf Redstone? Wenn ich jetzt hier ein Redstone-Signal dran gebe, ist der dann aus? Ich glaube, jetzt schaltet sich das Ding wieder an, ne? Ja. Aber er macht nicht weiter. Okay, das wollte ich jetzt nur wissen. Das heißt, ich kann... Geht das? Ich will nämlich den Mass Replicator jetzt nicht die Nacht laufen lassen. Mass Replicator ist aus. Das Ding ist an. Kacke. Habe ich noch einen... Oh, ich habe noch einen Inverter-Upgrade. Perfekt. Das heißt, das legen wir mal rein, wenn wir wollen, dass das Ding aus ist. Beziehungsweise das Redstone-Signal muss weg, weil wir ein Problem haben. Ja, leg mal rein und dann hat es keinen Bock mehr. Gut, dann komme ich nämlich jetzt über die Nacht ohne größere Probleme. Weil wir haben ja jetzt ja alles automatisiert und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich jetzt wirklich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Project Unstable. Wir rasten völlig aus und machen vollkommene Scheiße. Bis zum nächsten Mal.